Hallo, hallo, hallo und willkommen zurück. Beim letzten Mal gesagt, wir müssen doch irgendwie 2 Euro verdienen für einen neuen LKW und genau das machen wir jetzt auch gleich zum Anfang. Denn ich weiß nicht genau, wie hoch der Kreditlimit ist, was wir bekommen von der Bank. Deswegen brauchen wir noch ein bisschen Geld. Also, wir fahren von Fresco nach Los Angeles und bekommen hier das meiste Geld. Mit dem Mac bin ich auch noch nicht gefahren. Ab jetzt. Ja, nicht lange rumschnacken, einfach machen. So, zeig mal her das Ding von außen. Diese Hupe hat er. Hört sich eigentlich auch nicht so schlecht an. Fahren wir denn hier überhaupt? Möbel 17 Tonnen von Los Angeles oder nach Los Angeles und wir sind, wo sind wir überhaupt? In Fresno oder wo wir aufgehört haben, in der Ortschaft auf jeden Fall. Gut. Arbeitsagenturen sehen so aus. Und Shops. Na halt wie hier. Ne? Wo hatten wir ihn? Wir ihn genau, das ist ein kleines blaues LKW-Symbol. Die Symbole sind ein bisschen kleiner, aber ist ja auch gerade wurscht. Denn der ist auch wieder mega laut. Glaube, Firma Wallbird ist hier die allvorherrschende Firma überhaupt. Habe ich jedenfalls den Anschein. Da wäre halt irgendwie geil, wenn man da originale Firmenlogos irgendwie einbringen könnte. Aber ich habe, wie gesagt, noch nicht gefunden, was dem entspricht. Also müssen wir damit erstmal leben, was wir haben. Das ist aber ganz schön langer Otto hier, Junge. Spiegel an der Seite, das wird besser. Jetzt schon 390.000 runter. Ich glaube, das ist hier für. Okay, sind das Kilometer oder Meilen? Wenn Meilen sind, dann ist das schon eine halbe Million. Ja. Also an den Kreuzungen muss man immer ein bisschen ausholen. Der Trailer vernünftig mitlaufen soll, aber das ist gar kein Problem. Ich habe Post. Steht da. Keine Kurznachricht erhalten, denn gucke ich da mal schnell nach. Bestimmt Fahrer gesucht oder sowas. Selbst wenn der Fahrer gesucht. Komisch. Als hätte ich das gewusst. So, Freundchen. Oh, fährt ein Bus hinter uns, sind die da ja nicht. Den wollen wir mal. Also die Tour fahre ich noch und dann hoffe ich, dass wir irgendwie beim nächsten Mal dann. Also ich hoffe, dass wir 150.000 aufnehmen können. Weil noch hat uns die Bank die 400.000 nicht freigeschossen. Was nicht gerade ein gutes Zeichen ist. Vielleicht müssen wir erst ein bestimmtes Level haben, vielleicht Level 5 oder was, mal sehen. Und dann wird auf jeden Fall so schnellstmöglich ein eigener LKW ins Haus geholt und dann geht es hier ganz kräftig los mit Zeug durch die Gegend fahren. Ich werde auch nicht gezielt irgendwie jedes Land abgrasen, sondern ich werde einfach dort nehmen in der Ortschaft, was halt am meisten Kohle bringt und werde da halt hin und her fahren.
Also ganz entspannt, vielleicht mal so, damit ich den mehr oder weniger gesteuert mal hinkriege, mal in ein anderes Land reinzukommen, aber hier, so was hier. Das sieht doch total geil aus, oder nicht? Ach, ich mag die Landschaft hier echt, wirklich. Die riesen fetten Telegrafenmasten im Hintergrund da, die Strommasten. Boah. Müssen auf der Spur bleiben hier, Mensch. Gibt's ja wohl ja nicht gleich auf der Autobahn, da herrscht Ordnung. Ich hab die Kabinenstabilität ganz schön runtergenommen. Der eiert ordentlich rum hier, der Freund. Eieiei. Ein bisschen ausgeholt und rumgepfeffert hier. Also im Rückspiegel sieht man eigentlich recht gut, ob die Trailer vernünftig nachlaufen oder nicht. Das finde ich ganz geil eigentlich, diese Doppelanhänger mit Strohballen drauf. Und die Auffahrten. Haben sie, oh Gott! So. Und die Auffahrten haben sie echt dumm gemacht. Also mit einem Einfädelungsstreifen ist da nicht. Die drauf und dann bist du da. Ich bin schon echt oft am Standstreifen an einem Auto vorbeifahren, weil die halten ja einfach an. Und wenn sie in der U-Fahrt schon stehen, habe ich da echt keinen Bock, mich hinten anzustellen, sondern fahre da schön am Standstreifen dran vorbei und dann ist das immer alles gut. Ja. Wird hier auf jeden Fall auch öfter mal vorkommen, denke ich mir. Armaturenbrett hier sieht irgendwie komisch aus. So an der Frontscheibe geklebt und dann ist irgendwie gleich, weiß ich nicht. Mehr nach hinten hin hast du ja Platz, aber sieht nicht aus, als wenn ein Hauber wäre. Also komisches Auto. Könnte man sich vielleicht auch dran gewöhnen, aber irgendwie ist der Mac nicht für mich. Schön dran vorbei. Ich hatte hier auch den DeLorean-Mod drin für den Verkehr, weil ist halt ein schönes Auto, wenn der dir ab und zu mal entgegenkommt, dich überholt oder in dich rinfährt oder du in den rinfährst oder hast du nicht gesehen. Hab hier aber den Grafik-Mod drin und die vertragen sich bitte nicht. Also im Rückspiegel hat er rote Räder und wenn er dann im Sichtbereich von der Scheibe kommt, hat er eine rote Karosse. Da stimmen die Texturen mit der Version irgendwie nicht zusammen. Auf jeden Fall funktioniert das nicht. Habe ich den DeLorean rausgenommen, weil der Grafikmod, der macht echt schon ein bisschen was aus. Da fällt mir gerade ein, ich muss den irgendwie auch noch als Liste fertig machen. Gut, wahrscheinlich, wenn das kommt, habe ich das schon längst. Wahrscheinlich unterm ersten Video oder so. Ich weiß, muss ich da noch eine Modliste fertig machen? Kommt dann in jeder Videobeschreibung noch hin und dann könnt ihr da alle selber drin rumgucken, vielleicht auch runterladen. Ich denke mal, das Spiel ist schon 1000 Jahre alt, da werden die meisten selber schon genau wissen, was cool ist und was nicht cool ist, aber ja. Der Sternenhimmel da ist geil. Ich weiß nicht, ob das in der YouTube-Aufnahme auch so zu sehen ist, weil YouTube nimmt ja deine Videodatei, faltet die zusammen, also knüllt die wie so ein Stück Alufolie, presst ihn im Türrahmen mit der Tür und drei, vier Mal richtig zusammen und rollen ihn mit dem Nudelholz wieder aus. Dann drehen sie es auf links, klatschen das einmal auf den Boden und dann sind sie fertig. Also die machen da echt krassen Pixelbrei draus. Weil das sieht gerade total geil aus, wie hier die Dämmerung in der Nacht rübergeht und die Sterne zum Vorschein kommen. Also Wahnsinn. Total geil. Ich mach mal das Licht aus, vielleicht sieht man denn mehr. Mega. Alleine das ist schon Kaufgrund. Ja.
hier, die Landschaft ist geil. Das ist hier so ein bisschen sandig, so ein paar Steppenpflanzen und im Hintergrund die Bergkette da. Cool, echt cool. Guck grad mal. Der Blinker ist hier schön leise. Hier sind alte Tanklastwagen. Das macht optisch richtig was her. Also wenn du hier mit so einem 0815 Hundehütten der LKW davor ohne Kabine fährst, ist schon cool. Also echt richtig typisch amerikanisch. Also ich persönlich mag das. Werd mir denn auch im Eurotruck Simulator wahrscheinlich einen europäischen LKW holen, weil dann kann man das schön trennen und distanzieren voneinander. Dann fahre ich hier halt die amerikanischen Dinger. Und im ETS halt Scania und Volvo und MAN und so. Ne? Ich glaube, dann ist das alles schön ausgeglichen. So, hier ist Tempomat Vollgas berghoch. Ist gerade nicht so viel los. So schwer ist der Quatsch ja nicht. 17 Tonnen war das, ne? Genau. Ja. Bin mal gespannt, ob wir nochmal ein Level abkriegen und wenn ja, wie viel? Weil ich kann mir vorstellen, damit die Bank die 400.000 Kredithöhe erst freischießt ab einem bestimmten Level. Wie sieht jetzt aber nicht genau aus dem Kopf, wäre für mich selbst auch sehr interessant. Das kriegen wir aber raus. Weil dann können wir uns immer nur einen LKW kaufen und mit einem eigenen LKW macht das alles viel, viel, viel mehr Spaß. Dann kann man dran rumspielen und Sachen freischalten, anbauen und dann ist das alles geil und ah, toll, ich freue mich jetzt schon. Also hier wird es auf jeden Fall irgendwie auch Firmengaragen-Upgrade geben und Angestellte. Weil ich muss ehrlich sagen, hier spielt mir Geld, glaube ich, nicht so eine große Rolle. Ich muss hier rüber, weil ich will hier nicht abfahren. Ja, mal kicken, wie das hier läuft, ne? Ah, die Nacht ist geil. Der Sternenhimmel. Ich fahre, glaube ich, das erste Mal in der Nacht mit dem aktivierten Grafikmod. Weil ich habe das vorher nicht drin gehabt, wegen dem DeLorean-Mod. Und dann habe ich kurz vorher im anderen Spielstand, der ist umgestellt, dann habe ich das hier gestartet. Und ja, weil ich nehme die ersten drei, vier Folgen jetzt nehme ich gerade alle nacheinander auf. Ich würde ja gerne vorbeifahren. Jetzt kann ich. Von daher konnte ich das noch nicht ausprobieren. Ist für mich gerade auch das erste Mal hier. Ist cool. Auf jeden Fall sehr cool. Schön an alle dran vorbeiballern. Hier können wir ein bisschen mehr Gas geben. 50 Meilen noch. Wie weit ist denn das? 75 Kilometer oder so? Sind wir bald da. Also doll großartige Watt auf dem Kasten hat die Karre hier nicht, muss ich ehrlich sagen. Bin ja fast ein bisschen enttäuscht. Weil ich fahre hier Vollgas und wir sind ja 10 km/h schneller geworden. Oder 10 Meilen pro Stunde. Das sind noch ein bisschen mehr, aber richtig Dampf hat das Ding hier nicht im Kessel. Egal. Die Landschaft ist ja im Dunkeln schön, weil hier sind die Autobahnen alle schön beleuchtet. Aber das ist ja beim ETS irgendwie gar nicht. Gut, ich muss sagen, das ist gerade Stadtgebiet. Hier gibt es auch ländliche Abschnitte. Da ist jetzt so dunkel, da fahre ich mit Scheinwerfer, weil geht nie anders. Wenn hier mal so ein LKW steht mit der Panne, sieht schon echt cool aus, wenn der Trailer in der Mitte einfach mal durchgebrochen und abgeknickt ist. Oh. Ich habe kein Foto gemacht, ich bin voll der Horst. Die Tür hält er schief, ich brauche eine Laterne. Vielleicht noch eine? Ja. So, und jetzt aber Zündung.
Mit der Monitor hat die gerade immer kurz aufgeflackert. Was ist da los? Nö, läuft alles gut. Weiterfahren. Alter, das Straßennetz hier, ne? Also auf der Karte. Oh. Damit müssen wir langsam rüberfahren. Man kann hier irgendwie das Ende von den Trailern nicht richtig einschätzen. Ich hoffe eigentlich. Bis jetzt habe ich immer drauf gehofft, damit die hinter mir dann einfach, naja, oh, der kommt jetzt rüber, ich bremse mal lieber und dann. Also ich hatte vielleicht eh 2 oder 3 Mal irgendwie Feinkontakt beim Spurwechseln, weil der hinter mir doch dichter war, als ich dachte, und der Trailer hat den halt vorne einfach weggehauen. Ja, 2 Mal hatte ich aber auch schon das Phänomen gehabt, dass die hier recht schmerzfrei sind, was generell Feinkontakt betrifft. Also, oh, hier haben wir einen Händler gleich. Kennen wir das Händler. So, hier ist ein Stopfschild, hier fahren wir aber einfach mal. Los, deck ihn auf. Echt jetzt? Naja, gut da sagen, Mensch. Da vorne sind wir die Polizei, ich wollte mir da jetzt keinen Quatsch erlauben. So, ja, die Anlieferungs- Punkte oder Stellen sind für den amerikanischen Auflieger manchmal nicht so geil gewählt. Da muss man schon mal ein bisschen rangieren, gucken, zirkeln, um die Ecke friemeln, aber bis jetzt habe ich die immer an der Zielposition abstellen können. Und ist halt machbar. Ich habe halt immer aktiviert Parken für Geübte, weil alles andere gibt halt keine Punkte im wahrsten Sinne. Von daher. So. Also die beiden Sound-Update-Mods sind schon nicht schlecht. Damit kann man echt ein bisschen spielen und arbeiten. Also das hört sich jetzt nicht mega kacke an. Im Gegensatz zu vorher wurde alles nur so. Das war echt nervig. Also mit den beiden Dingern funktioniert das schon recht gut. Muss ich sagen. So, dann haben wir ein Level up. Machen wir Fernfahrten? Nö, also weit fahren wollen wir eigentlich nicht. Wenn dann lieber ADR. Teile. Für da nichts. Da ein bisschen. Scheibenkram. Ich habe hier übrigens das Sizzle-Dingsbums-Paket hier, Interieur, Accessoire, Schniebelieb gibt es auch für ein ATS, habe ich runtergeladen. Ich mache die Liste fertig und dann kommt die in der Videobeschreibung und dann sind eigentlich alle Klarheiten beseitigt, glaube ich. So, Spezialtransporte, Disponenten, lalalala. Ich will zur Bank. Bei der Nachricht von der Bank stand aber, glaube ich, wir möchten Ihnen einen Kredit für ihn. Aber da steht nicht, wie viel, ne? Wie viel war, doch. 130.000, das könnte gerade so reichen. Tja, nun ist die Frage, fahren wir noch einen ganz kleinen Auftrag irgendwo? So was ganz schmales, kleines, so was kurzes irgendwie. Ja, dann immer auch 141 Meilen, ne? Das ist eine ganze Ecke. Also für einen kleinen Auftrag ist es schon echt weit. Wir haben nur von da was, wo wir schon waren, ne? Natürlich schade. Die Schwertransporte sind auch noch nicht so lukrativ. Wobei, das müsste auch einer sein hier. Na komm, wir hängen den da hinten ran. Dann fahren wir nochmal eine Runde mit dem Mac. Kriegen wir nochmal knapp 6.000 für und dann
Haben wir ihn hier drauf? Ah, cool. Hört sich an wie ein leerer Auspuff. Wollen wir rundum leuchten? Nö. Du, dann ohne. Ich fahre hier lang. Hier ist asphaltiert, hier fahre ich lang. Da fahren wir den kurzen Auftrag hier noch und dann. Bei den Schwertransporten musst du schnell schon gucken, wenn du um die Kurve fährst. Damit du alles mitnimmst. Was ist denn? Fahr doch mal hier. Komm. Was ist denn hier für ein Verkehr? Hallo. Ne, 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 ne. Stehen bleiben, stehen bleiben. Passt. Alles klar. Hätte ja auch schief gehen können. Dann fahren wir nochmal schnell 3 Stunden. Also das sind doch ganz schön Kilometer, die 100. Wir können mal kurz gucken, wie weit das ist. Das ist ja der Vorteil, man kann das ja hier umstellen. Von Meilen auf Miloketa. 166. Naja, okay. Dann lassen wir mal umgestellt. Dann wird es vielleicht auch wieder eine längere Folge, aber das ist mir eigentlich auch real, weil dann kann ich beim nächsten Mal nämlich LKW kaufen und zusammenbauen. Naja, Lichthupe kann ich auch. Also ich glaube, der Mac ist kein LKW für mich. Ich glaube nicht. So, hier können wir ein paar km/h Kilometer noch, ja. 90 können wir hier fahren auf Landstraße. Ist schon ein bisschen geil. Ich glaube 89 km/h sind 55 Meilen. Dann war er gar nicht so schlecht. Also knapp nochmal. Naja, ein Drittel oben ruf nochmal. Auf die Meilengeschwindigkeit und dann hast du km/h. Also. Oh Gott, wie bist du hier rum? Ich hab voll gepennt. Den neuen dicken Klopper hier. Wobei, das geht hier noch. Das ist noch ein relativ. Ups. Relativ kleiner Tieflader mit Schwertransport. Gibt hier noch ganz andere Dinger, ey. So richtig amerikanisch. Na komm. Fährt doch bitte einfach schneller. Oh, der hinter mir, der wartet schon. Da mache ich mir wenig Sorgen, von daher. Hat er Pech. Der kann ja auch rechts rüberfahren. Links, also das andere rechts. Du hier die Trailer irgendwie, ich weiß nicht, also ich mag die, die alten viereckigen Dinger mit die Rollladen, Türen hinten und also die Kombi hier ist sowieso total cool. Die gibt es glaube ich später nachher auch noch ein bisschen größer. Doch, schon schön. Oh, Alter. Mega überblendet. Wenn wir ganz viel schnell fahren, sind wir auch ganz schnell viel früh da. Hoffe ich, glaube ich, denke ich, kriegen wir doch wohl hin. So, dann werden wir wieder überholen. So, du, hallo. Gucken
mal, ich fahre viel schneller als ihr alle zusammen. Was wiegt denn der Quatsch? 25 Tonnen. Nur siehst du. Wir fahren viel zu schnell. Ich habe eigentlich keinen Bock, irgendwie einen Geschwindigkeitsüberschreitungsstrafzettel zu bekommen, weil wir haben gerade echt wenig Kohle. Aber ankommen will ich auch. Weil die Firma heißt ja nicht umsonst Express. Steht ja für schnell. Und hier unten sehe ich gerade links neben dem Lenkrad im Scheibendreieck unten, wie die olle Fahne vorne vom LKW dann im Wind flattert. Ist leider viel zu dunkel, aber das haben sie auch cool gemacht. Also das ist nicht einfach eine starre Fahne, sondern oh, die weht volle Kanne im Wind. Das ist cool. Jo, was kann er denn? Infotafel. Werden wir später nicht mehr benutzen können. Oder vielleicht doch, muss ich mal sehen. Na doch, müsste gehen. Ich habe nämlich in dem anderen Spielstand einen Mod drinne, der kabbelt sich so ein bisschen mit dem LKW, den ich da fahre. Wenn ich den Mod von dem International Set, also ein International LKW, International Eagle 900 oder 8900 i oder keine Ahnung wie der heißt, ist ja auch real. Wenn ich den Mod rausnehme, verändern sich auch viele Anbauteile an dem Peterbilt, den ich da fahre. Also habe ich den Mod wieder drin genommen, weil mir das so recht gut gefällt. Aber hier werde ich halt mal probieren, den rauszulassen. Dann habe ich nämlich die Funktion mit der Infoanzeige und alles. Muss dann halt zusehen, wie ich den Rest da zusammengebaut kriege. Krieg ja irgendwie auch auf die Kette. Ist ja nicht kein Hexenwerk. Und dann habe ich das Problem nicht, wenn ich die Infoanzeige, also die Taste I drücke für Info-Bordcomputer durchdrücken, stürzt mir bei dem anderen Spielstand das Spiel immer ab. Und das ist echt nervig. Mittlerweile weiß ich das. Da habe ich das zuerst schon benutzt, wo ich hier mit den Motoren rumprobiert habe, welcher Motor denn nun am besten klingt und auch vernünftig fahrbar ist, und wenn da was bei war, was nicht so toll war, kostet halt auch immer Geld, das rumprobieren. Bevor er automatisch speichert, bei Spiel beenden und neu laden, habe ich halt einfach die Taste I gedrückt und dann ist er halt einfach abgestürzt, ohne speichern. Konnte ich das Spiel neu starten, weil der Spielstand wieder da, mit hier noch Kohle, konnte ich weiter probieren und war eigentlich ganz praktisch. Aber für die Funktionalität ein bisschen nervig. Von daher wird das hier anders machen und ja. Weil wenn wir hier nämlich genug Kohle zusammen haben, werde ich nämlich die benötigten Mods noch aktivieren. Im Mod-Manager und dann einen LKW rufen, auf jeden Fall. So ist der Plan. Wir müssen hier runter, wir sind doch gleich da. Also wir brauchen noch eine Stunde im Spiel, sind knapp. Naja. Eine Minute Echtzeit. Sind 19 Minuten im Spiel, habe ich mir sagen lassen. Ach so, ja, jedenfalls sind wir gleich da. Hier, der Bus, der fährt Ewigkeiten. Links daneben und interessiert keinen. Also manchmal muss man bei der Straßenführung echt aufpassen, welche Abfahrt man fährt. Gerade wenn hier irgendwie 5000 übereinanderstöckige Auf- und Abfahrten, Kringel, Kreisel, Trudel sind und ja, bist du ab und zu schon ein bisschen gefordert. Welchen Bus drin, der Bus. So dunkel kann man ja nicht sehen. Also die Landschaftsgestaltung. Also hier werde ich wohl irgendwie.
wenn wir nachher einen eigenen LKW haben, versuchen, nur am Tage zu fahren. Weil ist einfach geil. So, hat der hier Telepass-Scheiß? Ne, hat er nicht. Komme, mach auf da. Das wird nicht mehr berechnet, oder? Ne? Bezahlt der Arbeitgeber. Wollte ich doch sagen. War die Mautstation, die ich vorhin erwähnt habe, im ersten Video? Ich glaube im ersten Video. Jetzt haben wir Maut bezahlt und dann fahren wir quasi nach San Francisco hin. Alter, komm, jetzt sind nur 25 Tonnen, gib dir Mühe. Hier ist der Nebel, der in der Bucht aufsteigt. Hätte man ein bisschen schöner machen können, sieht mehr aus wie ein Waldbrand, aber naja. Geil. Ja, also die Trailer-Konfigurationen, die hier so rumfahren, Aline, fand ich schon echt interessant. Gut, das Spiel hier. Ich startet habe die erste Mission, ich bin Autobahn gefahren. Ich fand jeden LKW toll, der mir entgegengekommen ist. So, wir müssen hier runter und sind gleich da. Das ist sehr schön. Fahre. Mensch, kommt da nicht. Motorbremse ist halt nur mega laut hier bei dem Mod, aber ist ja bald die Schicht. Ja, fahrt da einfach. Die Ampel ist doch da vorne. Wenn er dann nicht drunter durchfahrt, fahrt er doch nicht rüber, theoretisch, oder? Wir sehen hier, welche Bild ich nehme. Nehme ich hier von jetzt? Ich weiß es nicht. Ist dann gleich wieder rot, oder? Die Bullen, die bleiben da vorne schon stehen. Schwertransport-Eskorte ist hier auch ein bisschen anders. Da hast du keine Begleitfahrzeuge wie bei uns, so irgendwelche extra Firmen, sondern vorne fährt Polizei und hinten fährt ein Pickup und rundum leuchten und so ein Oversize-Banner vorne dran und ist das Thema durch. Stellen wir die Kudelbar hier ab und dann sind wir durch. So, das Grün, das reicht mir. Kann ich mit leben. So, jetzt kriegen wir unfassbaren Reichtum. Und nochmal ein Level up? Ja! Oh, geil. Das finde ich super. Dann machen wir zerbrechliche Fracht. Läuft, oder? Und wieder neue Teile für den LKW frei. Da, ein bisschen Felgen und... Allen möglich Zeug. So, wir haben schon wieder Post. Jetzt haben wir wahrscheinlich auch ein höheres Kreditlimit, hoffe ich. Ja, 500.000, richtig geil. Den lautet, wollte ich haben. Und da gucken wir beim nächsten Mal rein,
was wir aus dem Geld machen, was wir uns von der Bank leihen. Jo, würde ich sagen. Ich bin raus und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.